Gemeinsame Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Professor Lothar Wieler und Professor Dr. Dötsch. Lauterbach sprach von der Omikron-Krise. Die Daten aus Großbritannien zeigen, alle 2 bis 3 Tage verdoppelt sich die Anzahl der Ansteckungen. Dabei hat die Bevölkerung über 12 Jahren eine 85-prozentige Impfquote. Lauterbach beklagte die mangelnde Impfstoffverfügbarkeit, wies jedoch auf gerade laufende Maßnahmen hin. Er sprach von einer an Omikron angepassten 4. Impfung als wesentlichen Pfeiler der Impfstrategie. Professor Dr. Dötsch nahm Stellung zu Impfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Die Long-Covid-Situation unter Kindern kann derzeit noch nicht geklärt werden, wegen schlechter Datenlage. In Bezug auf Omikron sind ebenfalls wenig Daten verfügbar. In Südafrika zeigen sich eher mildere Krankheitsverläufe. In Schulen blieb die Ansteckungsrate trotz ansteckenderer Varianten gleich, im Privatbereich dagegen nimmt sie zu. Er ermutigte Eltern, die 5- bis 11-jährige Kinder impfen möchten, dies trotz fehlender allgemeiner Empfehlung zu tun.